Was denn der Kerl schon wieder, ey? Kuckuck! Servus Leute, grüßt euch. Ich bin heute bei meinem Hauptsponsor hier in Arnstadt, beim Möbelhaus Keeper. Und ich möchte euch heute einfach mal zeigen, was es bei mir so den ganzen Tag über zu essen gibt in der Diät. Weil man auch sauberes und gesundes Essen sehr, sehr lecker kochen kann. Anfangs habe ich früher immer nur Reis und Hähnchen gegessen, das läuft super, aber irgendwann hat es nicht mehr geschmeckt. Und heute zeige ich euch einfach mal so meine Variation des Essens. Jetzt werden viele sagen, ah, das macht er bei seinem Hauptsponsor, weil er wieder Werbung machen möchte. Das ist nicht der Grund. Es gibt keinen Rabattcode. Es gibt auch keine Empfehlung, irgendwas zu kaufen. Ich mache es einfach hier, weil man hier auch in der Küche von vorne filmen kann. Meine Küche ist relativ klein. Der Erik ist halt auch wieder dabei. Der übernimmt das ganze Film. Und das ist halt einfach perfekt hier. Die Beleuchtung stimmt. Und so ist das Video auch gleich wieder ein bisschen qualitativ hochwertiger. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hey Paul, sag mal, sollten das gerade mit den Äpfeln schon wieder? Na, ich dachte, ich kann die so jonglieren. Das war absolut nicht witzig. Ich wollte die so zweimal Nein. so runterwerfen und wollte es einfach mal. Hätte ja auch funktionieren können. Wir sind jetzt hier im Küchenbereich von Keeper angekommen und ja, wir fangen gleich an. Ich zeige euch jetzt mein Frühstück. Ich esse früh am Morgen immer 100 Gramm Haferflocken mit 200 Milliliter Milch, 0,5, den Rest fülle ich dann mit Wasser auf. Ich esse jetzt seit 5 Jahren immer Haferflocken und habe da echt keine Lust mehr drauf. Momentan esse ich halt früh am Morgen immer 100 Gramm Cornflakes. Die haben ungefähr die gleichen Nährwerte, 2 Gramm mehr Zucker. Da müsst ihr ein bisschen gucken, da gibt es verschiedene. Die Cornflakes, manche haben mehr Zucker, manche weniger. Ich nehme halt die mit 3 Gramm Zucker. Die haben sogar ein bisschen mehr Kohlenhydrate. Fahre damit super gut. Ja, und dann nehme ich die halt immer, packe da 100 Gramm rein. So. Ein bisschen noch. Dann geht es bei mir mal weiter. Da kommen die 200 Milliliter Milch, 1,5% bei mir. So, jetzt sind sogar, ist ein bisschen weniger, schadet aber nicht. Jetzt ist es so, dass ich. Das ist ja immer noch zu wenig, ich möchte aber auch nicht so viel Milch trinken, deswegen fülle ich den Rest immer einfach nur mit ganz normalem Wasser auf. Und ja, zum Schluss kommen bei mir noch 40 Gramm Eiweiß mit rein. Ich brauche ziemlich viel Eiweiß, natürlich für Muskelaufbau. Das ist auch immer ganz wichtig. Ich bin ja gerade in der Diät, wie schon erwähnt. Und gerade bei, wenn man die Kalorienzufuhr ein bisschen reduziert, ist es immer wichtig, dass man das Eiweiß trotzdem weiterhin erhöht zu sich nimmt. Ich nehme da ganz normal von meinem Sponsor Whey-Protein. Da kann man aber auch jedes andere Whey-Protein nehmen, je nach Belieben. Ich liebe Vanille und knall da mal 40 Gramm rein. So. Das sind 35, vielleicht schaffe ich es auf den Punkt. Oh, Alter. Pass auf jetzt. 40 Gramm. So, jetzt naja, fast. Fast. Jetzt ist es so, jetzt ist es immer noch eigentlich zu wenig Wasser. Deswegen fülle ich noch ein bisschen Wasser auf. So, jetzt ist es eigentlich die perfekte Menge. Dann wird es einfach umgerührt. Vor allen Dingen früh am Morgen muss es bei mir mal richtig schnell gehen. Weil ich das total hasse, so früh aufzustehen. Und dann noch gibt es ja Leute, die machen sich dann hier so irgendwelche Haferflocken, Porridge mit perfekt geschnittenen Obst, alles so perfekt, akkurat geschnitten, aber das ist mir alles so viel Arbeit. Manchmal mache ich ein bisschen Tiefkühl-Erdbeeren dran, aber das ist schon dann ein richtig krasser Tag. Da lässt es dir richtig gut gehen. Das ist dann schon so an einem Geburtstag zum Beispiel. Und, ja. Hau mal rein. Und wie ist es? Ich finde es gut. Ja, also wie gesagt, ein ganz einfaches, schnelles Frühstück, weil morgens ist es meist so, dass man keine Zeit hat. Ich versuche immer möglichst lang zu schlafen. Ich stehe nicht so gern früh morgens auf. Ein kleiner Tipp noch, wenn ihr lieber Haferflocken essen wollt, habe ich ja auch jetzt die letzten 5-6 Jahre so gemacht. Wenn ich Haferflocken zu mir nehme, nehme ich 100 Gramm Haferflocken, die gleiche Milliliterzahl an Milch und fülle auch wieder mit Wasser auf. Der einzige Unterschied ist dann, dass ich das 3 Minuten in die Mikrowelle packe. Dann ist es so ein bisschen wie Porridge. Ja, jetzt sind wir schon beim Mittagessen angelangt und das sieht bei mir wie folgt aus. Anfangs habe ich immer nur wirklich Hähnchen-Innenfilet in den Opti-Grill gehauen, habe dann dazu ein bisschen Reis gegessen, meist einen halben Sack,
Habe aber dann nach 4,5 Jahren gemerkt, das schmeckt mir überhaupt nicht mehr und ich brauche ein bisschen Variation. Dann hat meine Freundin gesagt, ach komm, ich mache jetzt doch mal eine Zucchini-Pfanne und mache ein bisschen Gemüse dran. Und jetzt ist es wirklich so, ich koche mal Mittag noch einmal Abend vor und koche auch gleich 2 Portionen. Und ich muss sagen, das esse ich jetzt seit 1,5 Monaten jeden Tag und schmeckt super lecker. Wir variieren immer ein bisschen mit den Gewürzen. Und ja, ich habe mir den Erik dazu geholt, weil ich praktisch nicht alles alleine schnippeln möchte. Also es ist so, ich esse am Tag 800 Gramm Hähnchen-Innenfilet. Dazu kommen einfach ein paar Tomaten, 2 Zucchinis, ein paar Zwiebeln. Die Zwiebeln und das Hähnchen-Innenfilet, das brate ich an. Dann kommt das Gemüse dazu. Anschließend ein kleiner Schluck Milch, ein bisschen Wasser und dann schmeckt das auch richtig lecker. Und ich würde sagen, wir fangen an, Erik, du kannst die... An die Messer fertig los, aber vorerst Hände waschen. Ich habe schon, ich habe eben schon, als ich das erste gemacht habe. Ich bin da ja mal Profi. An dem große Messer gibt es eigentlich sogar professionelle Schneiden. Mit Hacken. Ich hack gleich mal, okay? Ich zeig dir mal, wie ich hacke. Ich bin da wirklich. Ich bin, was das angeht, schon echt. Wichtig ist im Endeffekt auch, dass man es nicht zu klein schneidet, sonst wird es trocken. Weisheiten eines Kohlgrenz. Guck mal, wie geil. Erik, sicher Profi. Erik hat gerade erzählt, er kann super schnell schneiden. Und jetzt gucken wir mal, wie schneller schneiden kann. Na, was fangen wir an? Ohne Verlust. Und alle Finger noch dran. Jetzt mach ich mal, okay? Hier, zack, zack, zack. Hier, guck hin jetzt. Oh, eins. Warte kurz. Guck dir das mal an. Ja, perfekt. Warte kurz. Eins runtergefallen. Aber. Ne? Ja, das interessiert ja nicht. Eine ist runtergefallen, aber ich sag mir immer, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Übrigens haben nach dem ersten Vlog habt ihr, oder viele von euch gefragt, wer ist denn eigentlich Erik? Nochmal kurz zu Erik. Erik ist mein bester Freund. Mit dem mache ich ziemlich viel Blödsinn, aber trainiere auch öfter mit ihm. Und da ist mir so eingefallen, eigentlich war das eine richtig lustige Story, wie wir uns kennengelernt haben. Ich weiß nicht, ob es Situationskomik war oder ob es wirklich so lustig war, das könnt ihr sagen. Aber Erik, erzähl doch mal, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Ja. Der Paul kam mit seiner Freundin zu mir ins Store, Klamottenladen rein, wie er halt so ist im Sommer, Badehose, breit gebaut, tätowiert, dachte erstmal kurz, was ist das für einer, so kurz vor Feierabend. Da hätte ich auch, nie gedacht, dass daraus mal so eine Freundschaft entsteht, muss ich sagen. Da muss man auch dazu sagen, ich hatte noch so ein Axe-Shirt an. Ja, ein Tanktop. Und so vor 2 oder 3 Jahren war es halt so, da bin ich nach dem Training auch mal ein bisschen so gelaufen. Ja, kann ich bestätigen. Immer so ein bisschen, eher so ein bisschen, ich habe mich ein bisschen breiter gemacht, als ich letztendlich war. Und dann bin ich dann so in den G-Star so rein. Aber Erik hat mich da super beraten, das war top. So, jetzt sind wir eigentlich soweit bereit und könnten starten. Aber bevor wir richtig starten, brauchen wir noch das perfekte Outfit. Schürze. Damit man sich einsaugen. Soll ich zumachen? Ich krieg Sinn. Soll ich bei dir zumachen? Ja. Machen wir ein Schleifchen. So, und Erik, weißt du, was gar nicht fehlen darf? Was jeder richtig gute Koch hat? Eine richtige Kochmütze. So. Und jetzt geht's los. Wie Oleg und Polek. So, das richtige Outfit haben wir an. Jetzt beginnen wir auch schon mit dem Kochen. Als erstes haue ich 2 Esslöffel Öl ungefähr in die Pfanne. Man kann Rapsöl nehmen, Sonnenblumenöl. Ich nehme jetzt Sonnenblumenöl. Jetzt werden vielleicht einige sagen, ach, nimm lieber das und das. Ich fahre damit sehr gut. Und ja, jetzt werde ich als allererstes das Fleisch scharf anbraten. Das war auch ganz wichtig, hat meine Freundin gesagt, dass man scharf anbrät. Dann wird es mit ordentlich Paprika gewürzt.
Dann kommen die Zwiebeln dazu, die Tomaten, da nehme ich mal ein halbes Kilo, die müssen wir noch schneiden. Dann mache ich ein bisschen Milch dran, dann wird das alles so ein bisschen cremiger. Und zum Schluss die Zucchini. Tja, jetzt werden wir mal das Fleisch scharf anbraten. So, ganz wichtig, ordentlich salzen. So, und richtig Paprika dran. So, und jetzt wird das scharf angebraten und wir schneiden die Tomaten. Das ist immer eine richtige Sisyphus-Arbeit. Jetzt werden wir hier ein halbes Kilo Mini-Tomaten fordern. Das macht immer, das ist das, was am meisten Spaß macht. Deswegen koche ich auch immer erst abends. Wichtig ist hier nochmal ganz scharf. Das läuft. Das habe ich alles im Griff. Und ganz wichtig ist wirklich die Reihenfolge. Das hat es mir auch extra nochmal gesagt. Das sind richtige Matschtomaten. Und danach so matschig. Das geht. Mal so, mal so. Aber nicht, dass du noch die Finger schneidest hier. Das Fleisch ist jetzt richtig scharf angebraten. Jetzt kommt eine komplette Zwiebel dran. Es riecht schon richtig gut. Wenn die Zwiebeln richtig glasig sind, kommen die Tomaten dazu. Mach du gleich. Lass es da. Es wird jetzt noch nichts gegessen. Das ist die Portion für morgen. Ich habe Hunger. Erik will ja die ganze Zeit essen, aber wir kochen jetzt praktisch wirklich für morgen vor. Und deswegen gibt es hier heute nichts zu essen. Kannst du essen. Als nächstes kommt die Zucchini mit rein. Die wird jetzt hoffentlich angebraten. Und dann ist das Essen schon bald fertig. Jetzt wird noch ein bisschen gewürzt. Ich nehme mal gekörnte Brühe. Einen Teelöffel. Und so ein Gemüse-Allrounder. Dann nehme ich mal zwei Teelöffel. Und ganz wichtig, dann noch ungefähr so 200 ml Milch. 1,5% Fett. Und dann lasse ich das Ganze noch ein wenig köcheln. Solange wie das ganze leckere Essen jetzt hier im Ofen ist, erzähle ich euch noch kurz, wie mein weiteres Essen am Tag aussieht. Also gerade bereite ich ja praktisch das Mittag und das Abendbrot vor. Ich esse momentan keine Kohlenhydrate dazu, weil ich nur einmal am Tag trainiere. Und da bin ich der Meinung, reichen die Kohlenhydrate am Morgen aus. Wenn ich jetzt zwei Trainingseinheiten mache, dann gibt es mittags noch einen halben Sack Reis. Einfach gekocht und untergemischt. Jetzt ist es manchmal, dass ich nachmittags wach werde, nach dem Mittagsschlaf und irgendwie ein kleines Hungerchen habe, so ein Heißhunger eher und auch wirklich Lust auf ein bisschen was Süßes habe. Und da esse ich nachmittags einfach immer Proteinriegel. Bei einem Proteinriegel ist es einfach ganz wichtig, schaut auf die Nährwerte, dass ihr da nicht eigentlich einen guten Süßriegel habt, der im Endeffekt nur ein bisschen mehr Eiweiß hat, aber auch super viel Zucker. Schaut da, dass ihr da einen Riegel kauft, der vielleicht nicht ganz so viel Zucker hat und wenn möglich, lasst es weg, esst einen Apfel. So mache ich es auch manchmal, aber wenn der Heißhunger kommt, dann ist er halt da, gell?
So, dann kommt es dann abends zum Abendbrot, esse ich wieder die Pfanne, mache mir die dann in der Mikrowelle warm. Manchmal mache ich mir sogar noch ein bisschen Mozzarella-Käse drüber. Und vorm Schlafen gehen, um 10 ist das, immer Punkt 10 ist das, ist auch nie später, esse ich Magerquark 500 Gramm. Und die ganzen Coolen, die machen immer Werbung und sagen, ey, hier, Flavor Drops. Ich mache da was ganz Einfaches. Ich nehme in der Diät eigentlich nur Cola Zero, Wasser oder Vital Drink zu mir. Gibt es auch von jeder Marke. Ich habe das jetzt auch wieder von Best Body, gerade in Ananas. Und ich mache so, ich mache mir da 2 Pumpstöße an den Magerquark und dann schmeckt er nach Ananas. Das ist super lecker und ich brauche nicht 2 Produkte, sondern ich nehme einmal den Vital Drink über den Tag und abends den Magerquark. Und dann geht es spätestens 22.10 Uhr ins Bett. So, wir warten jetzt erstmal, bis das Essen fertig ist mit Kochen, mit im Herd kochen. Und dann geht's los. So, das Essen ist fertig. Ich hatte es noch 15 Minuten im Ofen. Jetzt habt ihr meinen Einblick in meinen Alltag, was ich so zu mir nehme an Essen. Wie gesagt, ich versuche möglichst diszipliniert zu essen, aber manchmal gibt es einfach die Tage, wo man wirklich richtig Heißhunger hat. Meist kriege ich das gestillt mit dem Riegel, aber manchmal habe ich natürlich auch trotzdem richtig Hunger auf ein Stück Schokolade. Versucht halt immer irgendwelche Auswege zu finden. Wenn ihr richtig Bock auf Schokolade habt, dann esst halt ein kleines Stück Zartbitterschokolade. Oder wenn ich richtig Lust auf Eis habe, es gibt ja mittlerweile so Proteineis, dann kaufe ich mir mal ein Proteineis. Das ist immer noch besser, als wenn ich mir ein komplettes Eis reinhaue, was voll Zucker ist. Oder wenn ich mal richtig Lust auf einen Pudding habe, mittlerweile gibt es Proteinpudding, der gar nicht so schlechte Nährwerte hat, dann esse ich den. Wenn ihr da irgendwie Fragen habt, könnt ihr das gerne auch in die Kommentare schreiben. Und vielleicht habe ich den einen oder anderen Tipp. Ich fahre damit super gut. Ich nehme im Sommer meist 15 Kilo ab, damit ich die Vorbereitung durchhalte. Es hat bis jetzt jedes Jahr geklappt. Es wird auch jedes Jahr besser. Natürlich lernt man auch seinen Körper besser kennen. Aber jetzt zum Beispiel halt mit der Pfanne, das ist, ich esse das jetzt seit wirklich 6 Wochen und mir schmeckt es wirklich richtig, richtig gut. So, und Erik, ich habe ja eigentlich gesagt, es gibt nichts zu essen für dich. Aber ich habe mir überlegt, du hast mir so super heute geholfen. Deswegen darfst du einen Löffel essen. Dann nehme ich aber meinen eigenen Löffel.